Ja, also es handelt sich da um eine mexikanische Schwarzschwanzklapperschlange, recht seltenes Tier. Ist schon jetzt vor knapp 4 Wochen auf die Welt gekommen bei uns. Ja, wir haben natürlich nicht mit sowas gerechnet. Das kann man nicht speziell züchten, sondern es ist einfach eine Laune der Natur. Eigentlich ein siamesischer Zwilling, wo einfach die Zellteilung noch nicht ganz funktioniert hat. Im ersten Moment waren wir natürlich auch ein bisschen verwundert und auch erschrocken, ja, weil war natürlich gleich die Sorge, geht es dem Tier gut, ist dieser wie gesund und lebensfähig. Wir haben die dann auch gleich mal veterinärtechnisch untersuchen lassen, was uns so ganz wichtig war, weil wäre jetzt das ein krankes Tier gewesen, hätte man die auch vom Tierarzt erlöst. Aber so ist die komplett lebensfähig. Beide Köpfe unabhängig voneinander können fressen, reagieren, top. Eine durchgehende Luft- und Speiseröhre, Wirbelsäule ist 1A oder die ganzen Organe, also top gesund, einfach halt ein zweiter Kopf dazu. Der Umgang mit der Schlange ist natürlich ein bisschen anders. Gerade speziell beim Füttern ist es so, dass man einfach 2 Köpfe unter Kontrolle halten muss. Wobei sie herausgestellt hat, ob das beim Fressen ist oder beim Kriechen, der rechte Kopf ist ein bisschen dominanter, der sieht, wo es lang geht. Frisst du vorher, der linke Kopf schob gemütlich zu, geht also nicht auf einen anderen los, was so ganz wichtig ist und natürlich vom Handling her das um einiges einfacher macht. Man muss das aber alles unter Kontrolle behalten und immer dabei bleiben. Das ist eine mexikanische Schwarzschwanzklapperschlange, die kommt nur in einem bestimmten Gebiet, auf einem Hochplateau in Mexiko, im Gebiet von Oaxaca vor. Dort bewohnt sie da die trockenen Buschwälder und schwer erreichbare Gegend. Und von der Population gibt es kaum welche da oben, da ist ja kaum was bekannt. Darum recht seltenes Tier und umso schöner, dass wir da Nachzuchten haben.